So, hallo und willkommen zu der Demo von Dragon Ball Z Battle of Z. Ich habe jetzt gar nicht genau geschaut, wann das Spiel offiziell rauskommt, aber ich habe jetzt vor kurzem entdeckt, dass es die Demo schon dazu gibt und habe sie mir jetzt direkt mal runtergeladen und würde mir das Spiel jetzt mal ein bisschen anschauen, weil ich wirklich so an sich gute Kritiken bis jetzt darüber gelesen habe. Und deswegen will ich das jetzt einfach mal selber ausprobieren, wie das Spiel denn so ist. So, wir spielen natürlich im Einzelspielermodus, wie sich das gehört. Erstmal ins Menü gehen. Ah, Dialogsprache, natürlich Japanisch, Untertitel habe ich angemacht, Vibration, ja, passt so. Okay, ein Spieler, dann wollen wir mal eine Mission anfangen. Mission 1, Beginn des Kampfs, Ödnis, Erfüllungsbedingungen, vernichte alle Gegner. Boah, ich denke, das sollte ich hinkriegen. Und jetzt kann ich... Okay. Kann ich mir da jetzt noch irgendwie Leute dazu holen? Nee, sieht nicht so aus. Ah, ja. Den habe ich ja schon ausgewählt. Dann... Oh mein Gott. Okay, die ganzen Sachen gibt es wohl einfach noch nicht. Wie fange ich das Spiel denn jetzt an? Nee. Hä? Ja. Ach so, ich muss... Ah, okay. Ach so, und jetzt hier rüber und dann... Ach so! Möchtest du die Mission starten? Ja, natürlich möchte ich die Mission starten mit Son Goku. Willkommen zu Beginn einer Reihe von heftigen Kämpfen. Ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank. Beginn des Kampfs. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich bin hier im Beats und Abspielen überhaupt nicht gut. Wie man schon bei Killer is Dead sieht. Aber die Grafik ist schön. Die Grafik ist wirklich toll. Wenn ich mir überlege, wie das damals aussah bei der PlayStation 2. Die ganzen Dragon Ball Spiele. Ah, so kann ich also fliegen. Mhm. Und drücke für Sturm. Ja, ah, okay, hier ist dann die Welt schon zu Ende. Mhm. Hier ist die Welt auch zu Ende. So. Was genau suche ich denn jetzt überhaupt? Ah, wow, cool. Das ist voll witzig. Aber... Wow. Cool. Total geil. Blau, Spieler und Rot sind Gegner. Finde Gegner auf dem Radar. Da hinten irgendwo. Da? Ja, 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 ja. Ich sehe aber nichts. Ah! Perfekt. Supi. Oh Mann, Moment. Kann ich irgendwie in die Einstellungen? Mist. Gut. Mit R1 Gegner anvisieren, rechter Stick Gegner. Alles klar. Das sollte eigentlich recht easy going sein. So, der nächste. Ach so, fast. Bam! Supi! Aha. Mhm. Ah! Hey, cool! Hier kann ich von hier oben angreifen. Cool! Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Stopp! Hä? Mist! Wow! Also irgendwie die Steuerung ist echt noch so ein Ding für sich.
Perfekt. SL1. Ah, okay. Cool. So. Und jetzt der nächste. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt nicht so viel. Cool! Das ist sau witzig! Wuhu! War's das? Ah, da ist noch einer. Au! Du Drecksack, komm her! Dich mach ich sowas von fertig. Weitere Gegner. Jetzt habe ich den wieder aus den Augen verloren. Ihr kleinen Drecksviecher. Wow. Na komm schon her. Ey, der haut ab. Mann. Jetzt komm schon. Jetzt will ich das... Na, hör doch mal auf, mich zu schlagen, du Penner. Ich will das mal ausprobieren. Was genau denn da jetzt passiert? Ah! Alles klar. Bombe. Mhm. Ergebnis, Abschlusspunkte 151.600, Kampfpunkte 2.000, Teambonus, Spezialbonus. Okay, Spielerrang 1. Ah, okay. Alles klar. Karten erlangt. Wozu sind die gut? Kartensammlung freigeschaltet. Spiellog freigeschaltet. Daten werden gespeichert. Mhm. Kartensammlung wurde freigeschaltet. Ah, du hast eine Karte bekommen. Sieh dir die Karte in der Kartensammlung an. Karten ausrüsten. Es reicht nicht, die Karten einfach zu besitzen. Du musst die Karte über Anpassen in die Charakterinfo einsetzen. Spiellog wurde freigeschaltet. Du kannst dir unter Spiellog deine Kampfstatistik ansehen. Sich selbst zu kennen ist ein wichtiges Trainingselement. Ah, okay. Kartensammlung. Verstärkt? Okay. Okay. Wie genau rüste ich das jetzt aus? Nicht eingesetzt. Ja, und wie mache ich das? Muss ich erstmal gleich gucken. Spielerlog. Aha. Okay. Was haben wir denn hier so alles? Ja. Setkämpfer. Mhm. Wie rüste ich das denn jetzt aus? Oder geht das in der Demo nicht? Ich habe doch noch eine dritte irgendwo.
Versteckte Spezialfähigkeit. Ja, ich will keine Details. Ich will das irgendwie an den Mann bringen. Gut, versuchen wir es einfach mal mit der nächsten Mission. Jetzt geht das ja immer noch nicht. Hä? Ich verstehe es nicht. Oh! Super. Teamwork. Ja, ich will keine Details. Ich will das irgendwie einsetzen, auch wenn ich ehrlich gesagt gerade absolut nicht verstehe, warum das nicht geht. Für diese Mission bereits festgelegt. Charakterinfo. Ah, anpassen. Okay, alles klar. Jetzt blicke ich hier so langsam durch. So, was war das andere? Das war das hier. Okay. Was? Verwendung aufgrund der Spielerrangbindung. Ah, okay. Wie Farbanpassung. Ach, okay. Ich kann dem andere Klamotten anziehen. Das ist ja cool. Nein, nein, nehmen wir das hier. Bestätigen. Bestätigen. Gut, dann fangen wir an. Möchtest du die Mission starten? Ja, das möchte ich. Kämpfer des Eingreifstyps können Gegner gut aufhalten, auf dem Schlachtfeld kampfentscheidend sein. Mhm. In Ordnung. Ein mysteriöser Feind. Bumm. Hammer, ey. Warum müssen die nur immer so fies reingucken? Nehehe. Okay. Wow, fuck. Ihr Drecksviecher. Ah. Das ist voll fies, wenn alle drei auf einmal. Macht der andere Typ da überhaupt was oder steht der da nur rum? Weitere Gegner. Wo denn? Da hinten. Ah, der rennt da auch irgendwo rum. Jetzt bleib stehen. Vom Weglaufen wird es auch nicht besser. Bringt mir den nächsten da oben. Weitere Gegner. Der komische Grünling hier. Und the last one? Au. Bam. Weitere Gegner. Autsch. 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 Das tat irgendwie so ein bisschen weh. Fuck. Das
ist so fies, Mann. Die sollen mich in Ruhe lassen. Komm, das kann ja wohl nicht so schwer sein, diesen Penner da umzubringen. Okay, so funktioniert das nicht. Das hat irgendwie auch nicht viel gebracht. Oh! Jetzt, komm schon. Ich will diesen Penner doch da nur irgendwie... Würde der Typ da mal helfen? Oder guckt der nur zu? Boah, fuck. Das kann ja wohl einfach nicht wahr sein. Au! Wow! Das nenne ich mal Baumfällen der besonderen Art. So langsam geht mir das echt auf den Sack. Ach, shit. Komm schon jetzt. Verreck endlich. So. Meine Fresse. Die waren ja hartnäckig. Boah, diese grünen Viecher gehen mir echt auf den Sack. Jetzt lasse ich denen aber keine große Chance, hier irgendwie anzugreifen. Kommt schon her! Oh, was war denn das? Wo ist er denn? Da! Komm schon, abhauen bringt doch eh nichts. Bam. Ach, der ist ja immer noch nicht tot. Jetzt aber. Warnung. Wer kommt denn da jetzt? Naja, so leicht war das jetzt auch nicht. Juhu! Oh Mann, fuck! Scheiße! Das ist hier wohl ein blöder Witz, dieser Typ! Wow! Sau! Du Drecksack. Du kommst mir nicht, Mann. Und zwar sowas von nicht. Fuck. Davonrennen bringt auch nichts. Wow. Verreck. Boah, der hat ganz schön viel Leben, Mann. Der wird nicht einfach so sterben. Mist. Wäre cooler, wenn er auch so mehr hintereinander abfeuern könnte. Bam. Diesmal habe ich ihn getroffen. So. Wo muss er denn hin? Au. Shit. Solange er sich auf den anderen konzentriert, kann ich angreifen. Ja.
Wo ist er denn hin? Da hinten. Nein! Oh, warum ist denn der so schnell? Oh Mann. Ah, nicht auf mich, nicht nur auf mich, nicht nur auf mich. Es gibt doch einen anderen hier. Scheiße. Ich bin definitiv nicht gut in diesem Spiel. So, jetzt aber. Okay, so wird das definitiv schon mal. Ah! Hat doch ganz gut funktioniert. Mehr oder weniger zumindest. Oh, so komme ich irgendwie schnell an ihn ran. Sau! Jetzt aber. Hier, du stehst wieder auf.